Moin. Ja, der Harold hat leider gerade technische Probleme. Dem ist sein Rechner abgeschmiert. Deshalb muss ich mich ein wenig selbst herolden. Mein Name ist Volkorn und ich bin seit einiger Zeit beim Chaos Computer Club dabei und mache unter anderem die Mitgliederverwaltung. Und in dieser Funktion habe ich viel mit verschlüsselten E-Mails zu tun, weil ne, der Kongress, Entschuldigung, der Chaos Computer Club möchte natürlich die personenbezogenen Daten seiner Mitglieder möglichst verschlüsselt übers Netz senden. Dafür wird OpenPGP benutzt und die Mitgliederverwaltung ist in Python. Darum, tada, gebe ich heute euch einen Vortrag darüber, was ich gelernt habe, darüber, wie man OpenPGP verschlüsselte E-Mails mit Python vernünftig machen kann oder auch nicht. So, den Kontext habe ich an dieser Stelle jetzt schon ein wenig vorausgenommen. Wenn ihr mehr Interesse habt, darüber zu erfahren, wie die Mitgliederverwaltung des Chaos Computer Clubs läuft, was für Software wir da benutzen, was die Probleme sind und so weiter und so fort, dann schaut einfach mal auf media.ccc.de rein und sucht dort nach Vollkorn. Da gibt es irgendwie vier Talks und drei davon sind darüber, wie die Mitgliederverwaltung funktioniert. So, fangen wir mal ganz vorne an. Wir haben eine Mitgliederverwaltung. Die ist in Python geschrieben. Und jetzt möchte ich, ganz naiv, ich bin, la la la, einfach schön PGP-Bindings oder irgendwas benutzen, um E-Mails zu verschlüsseln. Also fange ich an, ganz naiv. Ja, ich suche mal, was gibt es denn für Pakete in PyPy, ne, die GPG sprechen können? Und dann gibt es ein paar Ergebnisse und dann guckt man sich die an und schaut, ja, ich meine, gibt natürlich immer gute und weniger gute, welche die outdated sind und so. Aber irgendwas ist ja üblicherweise, wo die Leute gerade alle dabei sind und es benutzen. Und da fing dann schon meine Stimmung an, so ein bisschen zu schlechter zu werden. Also, ich nehme euch jetzt mal mit auf eine kleine Tour der Dinge, die es da alle gibt. Angefangen mit Python GnuPG. Von Vinay Sajib, wenn ich das richtig ausspreche, geschrieben, soweit ich herausfinden konnte, die erste Python-Bindings, die es gab, sehr populär, weit verbreitet, viel benutzt und alles. Aber das ist nur ein simpler Wrapper über die GPG Executable. Was dort intern passiert, ist tatsächlich, dass einfach nur GPG aufgerufen wird, ne, mit Subprocess popen, GPG Exe auf dem Windows oder sowas, ne, Command-Line-Parameter dahinter. Und aufrufen. Und hier habe ich jetzt extra noch das Shell gleich true hingeschrieben, denn das ist eines der großen Probleme dieser Technik. Dieses Paket hatte super viele Sicherheitsprobleme mit Shell Injection. Also, ich weiß nicht die exakten Angriffe, aber so grob. Man schreibt ein bisschen Shell-Befehle mit in den Code, den man gerne, nicht in den Code, in die Daten, die man gerne entschlüsselt hätte. Und zack, wird es ausgeführt mit den Rechten des GPG-Users hier. Naja, aber wie sieht denn überhaupt dieses Interface aus? GPG-Executable aufrufen, das ist doch furchtbar instabil, oder? Ja, ist es auch. Es gibt da einige Sachen, die es besser machen. Zum Beispiel, GPG gibt mit dem Befehl dash dash with dash colons, der hier oben in der ersten Zeile in der Mitte angegeben ist, ein maschinenlesbares Format aus. Wie ihr seht, das sieht alles sehr konfus aus. Und diese ganzen Doppelpunkte sind eben die Trennzeichen für die verschiedenen Felder, die man dann maschinenlesbar auslesen kann. Das große Problem daran ist, es ist natürlich wieder ein eigenes Format. Man muss das lernen. Man hat eine Beschreibung, muss halt einen Parser dafür schreiben. Ist eher so mäßig geil. Kleiner Fun Fact. Natürlich haben sie daran gedacht, dass wenn man jetzt einen Doppelpunkt in seinen Usernamen oder seinen Kommentar oder sowas reinschreibt, dass der dann ordentlich escaped wird. Dann wird das zum Backslash X3A. Wenn man ein Backslash X3A reinschreibt, haben sie auch daran gedacht, ne? Wird alles sauber encoded und decoded wieder. Aber muss man darauf aufpassen, dass man das bei der Umsetzung natürlich auch wieder ordentlich richtig macht. Naja, was aber, wenn sich das Format ändert? Zum Beispiel hat sich in der GnuPG-Version 2.0.10 das Format so insofern geändert, dass die Timestamps umgestellt wurden. Na, was passiert dann?
Der Wrapper fliegt auf die Nase, wenn er das nicht explizit irgendwie vorher abprüft, auf welcher Version er da gerade unterwegs ist. Und wenn du dann halt irgendwie einen älteren Wrapper hast und eine neue GPG-Variable, dann tut er das wohl nicht und boom, komische Sachen passieren. Ja, dieses Modul, Python-GnuPG, war das erste, das die Mitgliederverwaltung benutzt hat. Das hat zu interessanten Sachen geführt. Zum Beispiel, wenn ein Key abgelaufen ist, dann gab es einen leeren Rückgabewert, aber keine Exception oder Fehlermeldung oder sonst was auf Programmierseite. Und das hat einfach dazu geführt, dass eine leere E-Mail versendet wurde. Diejenigen unter euch, die Mitglieder im Club sind und vor 2017 schon dabei waren, haben das vielleicht mal erlebt, wenn sie einen Key bei uns hatten, der dann abgelaufen ist. Ja, dann ist das nämlich genau passiert. Ging eine leere Mail an die Mitglieder und die Mitglieder schrieben dann so zurück, was wollt ihr denn? Habt ihr da vielleicht den Inhalt vergessen? Und ich habe meinen Standard-Antwortsatz dafür schon gehabt, meinen Textbaustein. Echt nerviges Problem. Wäre halt viel geiler, wenn man irgendwie eine Exception bekommt. Hey, der Key ist abgelaufen, den du hier gerade benutzen möchtest. Kann man die behandeln, kann damit arbeiten, wie auch immer. Naja, ganz perfides Detail an dieser Stelle. Der String ist übrigens nicht exakt leer. Der hat irgendwelches Whitespace drin. Also es hat nicht gereicht, einfach zu prüfen, String leer, nein. Naja, hätte man irgendwie String leer und Strip den Whitespace oder sowas machen müssen. Hätte man irgendwie alles fixen können. Man hätte auch irgendwie den Fehler antizipieren können und sagen können, okay, ist der Schlüssel noch gültig, dann verschick sonst nicht oder wie auch immer. Ich finde es trotzdem sehr unschön und wackelig, weil ich möchte, dass, wenn in der Verschlüsselung etwas schief fällt, läuft, ja, dass ich eine vernünftige Exception habe, dass ich das behandeln kann. Also, gucken wir weiter. GnuPG. Das ist eine Aktualisierung von, Aktualisierung ist falsch. Eine Neuschreibung, ein neu geschriebenes Modul von Isis Lovecraft. Und einer der Auslöser war, dass eben diese ganzen Subprocess-Aufrufe so furchtbar Sicherheitslücken behaftet waren und deshalb hat sie das neu gemacht. Besser, hat jetzt weniger Probleme mit solchen Sicherheitslücken, ist nicht kompatibel zu Python GnuPG, was übrigens auch zu viel Problem geführt hat, weil die Leute dachten, oh, es gibt eine neue Version, ich nehme die mal und dann, boom, fliegt mir alles um die Ohren, weil die API ist anders. Ja, aber es hat immer noch das Problem, es ist halt nur ein Wrapper, der die GPG Executable aufruft, mit dem instabilen Interface und alles. Finde ich nicht so cool. Gucken wir mal weiter. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Schauen wir mal rein. Und zwar jetzt außerhalb von PyPy. Was gibt es denn noch so? Sequoia. Sequoia ist eine eigenständige OpenPGP-Standard-Implementierung. Ja? Das heißt, das ist nicht irgendwie ein Wrapper oder sonst was, sondern es ist ein Ersatz für GnuPG. Eine Alternative. Und Sequoia wird in Rust geschrieben. Das ist eigentlich ganz cool, weil Rust ist eine Programmiersprache, die einem viele klassische Programmierprobleme, also Fehlerklassen, von vorne verhindert, wie zum Beispiel Buffer-Overflows oder ähnliches. Und gerade für eine sicherheitsrelevante Anwendung finde ich das eine ziemlich coole Sache. Also mal reingeschaut. Das Ding ist auch recht performant. Es gibt eine Attacke auf GnuPG-Keys, sogenannte Signature-Flooding. Das wurde im Juni letzten Jahres mal groß irgendwie ausgespielt. Da wurden die Keys von zwei GnuPG-Entwicklern mit insgesamt, mit jeweils ungefähr 150.000 Signaturen zugespammt, die dann auf die Key-Server hochgeladen wurden. Und das führte dazu, dass erst die Key-Server in die Knie gegangen sind. Leute, die diese Keys runtergeladen haben, die ganzen Signaturen, konnten mit ihrem GnuPG nicht mehr arbeiten, weil das dann versucht hat, all die Signaturen beim Importieren zu verifizieren und so weiter und so fort. Und dann ist GnuPG einfach zu einem Crawl, zu einem ganz langsamen Dahinkriechen verkommen. Ein so langen Prozessieren dieser ganzen Keys, dass man einfach nur noch verzweifelt abgebrochen hat, weil das wird einfach nie fertig. Ja, Sequoia hat für diese Beispiel-Keys 5 Sekunden gebraucht, die jeweils zu importieren. Und war gar nicht mal darauf optimiert, diese Angriffsklasse irgendwie abzufangen oder so. Das klingt ja eigentlich ganz cool, weil ganz ehrlich, ratet mal, welche Keys die sind, die bei uns in der Mitgliederverwaltung auftauchen. Ja, da haben wir alles mögliche an skurrilen Keys. Naja. Also, wäre cool zu nutzen. Wie schaut's denn aus? Gehen wir mal auf die Webseite. So, Python Sequoia, die Python Bindings Status, Early Prototype. Ja, habe ich mir angeschaut.
sieht alles ganz hübsch aus, aber echt, da fehlt noch einiges in der API, um das alles nutzen zu können, was wir für die Mitgliederverwaltung brauchen. Also, müssen wir ein bisschen weiter gucken. Müssen wir aber gar nicht so weit gucken. Können wir ja mal bei den Geldgebern für Sequoia nachschauen. Sequoia ist zwar Open Source Projekt und so weiter, aber die Entwickler bekommen hier Geld von der Pretty Easy Privacy Foundation. Und die haben ja auch ein Produkt draußen, Pretty Easy Privacy. Oder auch PEP. PEP benutzt GPGMe, darauf gehe ich später noch ein, und hat selber Python-Bindings, die es anbietet. Allerdings, auch wenn es Open Source ist, ist die Installation echt nicht einfach. Also, um es mal so zu sagen, man muss mehrere Abhängigkeiten vorkompilieren. Es gibt keine, also ich habe keine fertigen Pakete gefunden, nach dem Motto, hier ist irgendwie ein Repository, wo das jemand mal für Debian oder sowas fertig gemacht hat. Nee. Musste erstmal überhaupt die Anleitung finden, wie das geht. Und da geht man auf die Webseite und stellt fest, ah ja, der Link für Integrate PEP, ne, in dein Python oder sowas, 404, der ist kaputt. Naja, ich habe die Repositories von denen gefunden. Da gibt es dann irgendwie auch ein README. Das README vergisst übrigens zu erwähnen, welcher Branch denn jetzt der aktuelle ist. Darum habe ich erstmal den alten gebaut, bis ich dann mit einem Entwickler gesprochen habe, der mir gesagt hat, da musst du den neuen nehmen. Dieser neue Branch hat zyklische Abhängigkeiten, wo man dann noch irgendwie die magische Befehlszeile wissen muss. Und hey, es ist echt nicht einfach, das Ding aufzusetzen. Glücklicherweise kenne ich einen der Entwickler dort und habe mit dem einfach mal kurz per Java das gefixt, durchgesprochen und der hat mir geholfen. So, dann hatte ich also mein fertiges Python-Bindings für Pretty Easy Privacy. Und das sieht ehrlich gesagt hübsch aus. Also die API gefällt mir, muss ich sagen. Man hat irgendwie Identities, die man irgendwie anlegen kann, die dann Key haben. Dann kann man an die Identity eine Nachricht verschlüsseln. Und wenn man irgendwie einen Fehler macht an irgendeiner Stelle, dann fliegt eine C-Assertion und das ganze Python crasht. Und das will ich nicht. Ganz ehrlich, ich möchte bitte, dass da eine Exception kommt, wenn irgendwo was falsch ist. Ja, und wenn mir mein Python abschmiert, kann ich nicht da vernünftig drauf reagieren und sagen, hier muss ich mal dem Mitglied Bescheid geben, dass der Key abgelaufen ist, oder hier muss ich dem User sagen, ne, der jetzt gerade an der Mitgliederverwaltung sitzt, du musst das anders machen oder sowas. Nee, da muss ich das neu starten und irgendwie den Debugger anwerfen oder was weiß ich. Das ist einfach keine Option für, ich möchte 2000 Mails heute Abend rausschicken, es ist 22 Uhr, ich möchte nach Hause. Ja. Naja, aber gut. Kann ja man das Projekt irgendwie nochmal anschauen, verbessern, supporten, mit beitragen. Aber das MIME, das rausfällt, sieht übrigens so aus, wenn man es in Thunderbird öffnet. Es ist eine leere E-Mail. Frag mich bitte nicht, warum dieses PGP-MIME, das ja eigentlich ganz hübsch aussieht, so beim Thunderbird ankommt. Wahrscheinlich ist da irgendwas schief. Aber das war dann so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, PEP sieht zwar irgendwie ganz cool aus, hat aber einfach zu viele Probleme, um es derzeit so zu benutzen. Also, weitergeschaut. GPGMe. Das hatte ich gerade eben erwähnt. PEP basiert auf GPGMe. Und GPGMe sind die offiziellen Python-Bindings von GnuPG. Also, lass uns doch mal damit arbeiten. Wie mache ich das üblicherweise? Ich lege ein Projekt an, ich habe eine Requirements.txt, da stehen meine Pakete drin. Und damit fängt es dann schon an. Welches GPGMe nimmt man denn? Man kann sich das von PyPI installieren. Oder fast jedes Betriebssystem, also Linux, das GPG mitliefert, liefert auch die Python-Bindings mit als eigenes Python-GPG oder sowas Paket. Warum machen sie das? Das liegt nämlich daran, dass diese Python-Bindings von der Version her passen müssen zu der GnuPG-Installation, die man hat. Sonst gibt es merkwürdige Fehler. Ja, das Problem ist, man will also nicht das Python GPG aus dem PyPI nutzen, sondern das aus dem Betriebssystem. Man hat aber ein Virtual Environment. Also muss man dann auch irgendwie darauf aufpassen, hey, bitte nimm hier minus minus neue System minus Site minus Packages. Die Pakete, die auf meinem Betriebssystem installiert sind, hinzu in das Virtual Environment und benutzt die dort auch. Kann man machen. Bei mir hat das jetzt allerdings zu einem kleinen, ja, unschönen Problem geführt. Ich habe nämlich pipenv benutzt.
So, ich mache jetzt den kleinen gegebenenfalls pipenv-Exkurs. Pipenv ist ein echt nettes Tool, das man benutzen kann, um sein Projekt zu managen. Also es ist, es macht das Virtual Environment automatisch für einen auf, legt das irgendwie in einem Directory ab und ruft es automatisch wieder auf, wenn man da irgendwie mit pipenv dran arbeitet, also in dem Directory, wo man das angelegt hat. Man kann mit pipenv run Befehle aufrufen und so weiter. Aber man kann auch zum Beispiel Dependencies sehr gut managen. Zum Beispiel kann man prüfen, ob irgendwelche der Dependencies, die man hat, bekannte Sicherheitslücken haben und geupdatet werden sollen. Das ist natürlich sehr bequem. Finde ich für eine Mitgliederverwaltung, die sicherheitsrelevante Daten hat, sehr angemessen. Total cool und alles. Allerdings, pipenv hat irgendwie einen Bug, weshalb etliche Versionen davon nicht den, die Command-Line-Parameter übernehmen für System-Side-Packages. Und deshalb kann pipenv in allen Versionen, die ich so installiert gekriegt habe, ohne dass mir alles um die Ohren flog, nicht Pakete außerhalb des Virtual Environments benutzen. Also, um das dann zu benutzen, musst du ja erstmal pipenv rauswerfen. Na gut, der Bug ist gefixt. Irgendwann wird es sicherlich auch wieder Versionen gehen, wo es gibt, geben, wo es geht. Aber gut, kleiner Exkurs. Es ist dauernd irgendwie sowas. Naja, schauen wir mal weiter. Weil Sachen zu verschlüsseln ist ja das eine. Ich möchte ja auch Keys herunterladen. Wir haben das bisher in der Mitgliederverwaltung so geregelt, dass es nur eine Key-ID gibt, die man dem Datensatz hinzufügen kann. Das ist halt irgendwie eine Trust on First Sight. Und der Mitgliedsantrag hat halt ein Feld dafür, wo drin steht, hier kannst du einen GPG-Key eintragen. Wir speichern das dann und gucken dann auf die klassischen Key-Server, wo denn dieser Key liegt, laden den herunter und benutzen den. Das war alles wunderbar, hat ganz gut funktioniert. Bis dann eines Tages Hagrid kam. Hagrid ist ein Key-Server auf Basis von Sequoia. Sequoia hatte ich ja eben schon vorgestellt, in Rust geschrieben. Der hat übrigens dieses Signature-Flooding-Problem, was ich erzählt habe, nicht. Der kommt damit klar und kann sich halt irgendwie gegen Signature-Spamming behaupten. Und der macht auch ein paar andere Sachen sehr hübsch. Zum Beispiel, wenn man die klassischen Key-Server sich anschaut, die sind so gebaut, dass man nur Daten hinzufügen kann. Das heißt, wenn ich jetzt den Key von jemandem anderes nehme, den diese Person mir anvertraut hat und den auf diesen Key-Server hochlade, dann ist er dort hinzugefügt und kann nicht mehr entfernt werden. Und da kann die Person, der dir dieser Key gehört, so viel machen, wie sie möchte. Sie kann den Key noch revoken, aber die Information, diese E-Mail-Adresse zu dem Namen existiert und ist dort auf den Keystone hochgeladen. Das ist natürlich privacy-mäßig nicht so geil. Darum kann zum Beispiel Hagrid eine Bestätigung der Keys per E-Mail machen. Schickt dann halt an alle IDs, die in dem Key hinterlegt sind, eine E-Mail und sagt, bist du sicher, dass du hochladen möchtest? Sag mal hier okay. Nur dann wird der Key freigeschaltet. Coole Sache. Ja, außerdem muss man an dieser Stelle auch anmerken, die klassischen Key-Server sind in einem obskuren Occaml-Dialekt geschrieben und das, die Software dahinter ist ein cleverer Algorithmus zum geschickten Verteilen und so weiter der, und Synchronisieren der Server untereinander. Ist halt eine Doktorarbeit eines PhD-Studenten, wie auch immer, gewesen und ist super smart, aber halt auch echt schwierig zu maintainen. Es gibt wenig Leute, die den Code lesen können, es passieren wenige seltene Verbesserungen daran. Und das ist bei Hagrid jetzt ein bisschen anders. Das ist natürlich ganz schön. Diese Vorteile haben auch viele Leute erkannt. Und deshalb, wenn man sich mal auf die Webseite, auf der Webseite von Hagrid anschaut, hat dieser Key-Server einen leichten Siegeszug zurückgelegt. Enigmail benutzt seit einiger Zeit keys.openpgp.org als neuen Default-Server. Die GPG-Suite für macOS benutzt den, die Open Keychain für Android, Pignus für iOS. Ja? Also im Wesentlichen ist das der Default-Server auf allen neuen Geräten. Und das ist auch schön. Jetzt haben wir allerdings folgende Situation. Wir haben natürlich in der Mitgliederverwaltung lauter Leute, die die alten Key-Server noch benutzen. Und neu hinzukommende Leute, die diese neuen Key-Server nutzen, die teilweise gar nicht wissen, dass es da zwei verschiedene Universen gibt, die nicht miteinander reden. Und sagen, aber mein Key ist doch auf den Key-Servern. Ja, der ist auf keys.openpgp.org, aber nicht auf den klassischen Key-Servern. Da muss man denen das mal erklären. Und dann wollen sie aber nicht auf die alten Key-Server hochladen, weil
da ist ja nicht die Bestätigung und die sind nicht so sicher, dem vertrauen sie nicht so wie den Neuen, die sie nur unterstützen wollen. Gibt es viele Gründe für hin und her. Und aus der Mitgliederverwaltungssicht, ganz klar, checken wir den Key einfach auf beiden. Ja? Prüfen wir einen der alten Key-Server, prüfen wir den neuen. Geht nicht mit GnuPG. Also zumindest nicht auf schöne Weise. Ja, GnuPG hat da eine Config-Datei, wo der Key-Server drin steht. Und dann kann man auch den mehrere Key-Server eintragen, aber GnuPG nimmt einfach nur, ich weiß gar nicht mehr, den ersten oder den letzten Eintrag aus dem Config-File und das war's. Das heißt, wenn ich mehrere Key-Server abfragen möchte, ja, dann läuft es im Endeffekt darauf hinaus, dass ich eine Config-Datei editiere, den GPG-Agent und Deer-Manager, glaube ich, beide muss ich da an der Stelle neu starten, dass die Config-Datei nur eingelesen wird. Ich glaube, je nach Version muss ich nur einen der beiden, egal. Und dann muss ich das für jedes Mal, wenn ich einen neuen Key suche, auf zwei verschiedenen Servern wiederholen. Und das eignet sich natürlich irgendwie gar nicht für, ich möchte das für 2000 Mails, okay, 2000 Mails sind nicht verschlüsselt, sagen wir mal 200 verschlüsselte Mails, parallel machen. Das wird doch garantiert in die Hose gehen. Also, unschön. Aber wir sind nicht die Einzigen mit dem Problem. Es gibt Leute, die haben das also zu lösen. Zum Beispiel gibt es HKP4Py. HKP ist der Name des Protokolls, mit dem die Schlüssel von den Key-Servern angefragt werden und hochgeladen werden. Und dieses kleine Python-Modul kann direkt mit den Key-Servern reden und die Keys runterholen. Das ist ziemlich simples HTTP, was da im Endeffekt gesprochen wird. Und das ist auch ganz schön, dann hat man also die Möglichkeit zu sagen, hier, ich habe diese und jenen folgende Key-Server und bitte lad mir doch mal den Key von dort runter und dann kann man sich die Keys alle runterladen. Und dann kann man sie in GnuPG einfach die ganz normalen GPG-Me-Pindings, die ich schon vorgestellt hatte, importieren mit der Funktion Key-Import und alles ist schön. Nur, ich bin hier an dieser Stelle erstmal voll auf die Nase geflogen, weil meine GPG-Me-Pindings haben gar keinen Key-Import. Ja, weil ich benutze Ubuntu LTS 18.04. Ich mag gerne Stabilität und ich muss nicht irgendwie jedes Jahr mir ein neues Ubuntu-Update und so, ne? Ja, 18.04, nur 2 Jahre alt, ist aber schon total veraltet aus GnuPG-Sicht. Denn Key-Import gibt es in Python-Bindings erst seit irgendwie 8.10.2018, also noch keine 2 Jahre. Ja, das ist nie lange neu, dass das da eingebaut wurde. Das heißt, das ist auch wieder so ein Ding. Ja, sind wir wieder am Anfang? Will ich jetzt mein GPG upgraden? Ist es wirklich so ein Moment, wo ich denke, es ist einfacher, mein Betriebssystem abzugraden und einfach nochmal, weiß ich nicht, im Juli, glaube ich, ist offiziell der Moment, wo man sagt, man sollte LTS-Updates freischalten. So lange warte ich, glaube ich, einfach noch. Na gut, also auch ansonsten, wenn ihr auf die Idee kommt, so ein Source-Install zu machen mit GnuPG, das sind einfache 30 Schritte circa, ganz bestimmt gar kein Fuck-Up-Potenzial und naja. Eigentlich will ich es ja simpel halten. Ich mag es gerne, wenn Sachen simpel sind und nicht zu viele komplexe Schritte haben und möglichst wenig Fehlerquellen. Also gucken wir mal weiter. Also nein, sagen wir so. Mit GPG-Me, wenn man es richtig macht, ja, kriegt man seine Sachen verschlüsselt. Man muss halt nur die ganzen Stolperfallen wissen. Ich habe sie jetzt alle einmal genannt. Gibt vielleicht noch die eine oder andere, die ich schon nicht mehr wahrnehme. Aber gut. So kommt man hin. Man kann Sachen verschlüsseln. Man kann Keys runterladen. Man kann Sachen entschlüsseln. Keys erstellen. Vielleicht auch interessant für den Private Key, mit dem man die Sachen, die rausgehen, signiert oder sowas. Okay. Schauen wir mal weiter, weil wir möchten ja jetzt nicht nur einfach verschlüsselte Inhalte haben. Wir wollen ja auch, dass die Inhalte als MIME, PGP-MIME-Nachricht rausgehen. Es gibt auch den alten Standard, die PGP-Nachricht, das war einfach nur die verschlüsselte Nachricht als Anhang ranhängen. Wird von den meisten Mailern auch noch unterstützt, ist aber sehr unschön eigentlich. Und das PGP-MIME ist viel eleganter, besser, kommen die Mailer besser mit klar. Okay, PGP-MIME. Was gibt's da denn? Gibt's auch wieder Haufen Python-Module, die man sich mit pip anschauen kann? Eins das Erste, das auffällt, ist PGP-MIME und das macht ein paar Sachen sehr hübsch. Das nutzt zum Beispiel das SRAN-Protokoll. Das ist, wenn ich denn alles richtig verstanden habe von den Sachen, die ich mir angeschaut habe im Source von diesem Modul oder auch in der Doku von GnuPG,
Das S1-Protokoll ist das, was auch die GPG-Me-Bindings quasi mit der GPG-Lib sprechen. Und da wird über einen Socket Kommandos ausgetauscht. Ist ziemlich stabil, funktioniert gut. Das Problem ist, auf diese Weise haben sie zwar ganz viel von diesen Subprocess-Aufrufen, die immer problematisch sind, umgangen. Aber für ein paar Sachen ist es immer noch notwendig und so weiter. Aber das ganze Ding ist von 2012. Da war das letzte Mal irgendwie ein Commit dran. Hat ein Prof für seine Studenten geschrieben. Passiert nicht mehr so viel. Und das ist ein bisschen schwierig, finde ich. Ich hätte lieber etwas, was besser noch maintained wird. Okay, E-Mail-GPG. Das ist ein sehr dünner Layer, der eigentlich nur MIME-Nachrichten zusammensetzt und gar nicht mal irgendwie das GPG-Binding macht. Das wurde von den Leuten hinter, ach mein Gott, jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein, liefere ich noch nach vielleicht, RiseUp, glaube ich, war das. Hinter den, die Leute, die hinter RiseUp stehen, glaube ich, haben das Zeug hier entwickelt. Jedenfalls, das wurde einmal 2018 erstellt. Doku ist quasi leer. Ich meine, es gibt eine Doku, HTML, kann man sich durchklicken und es gibt nur Überschriften. Aber wenn man dann den Source Code durchschaut, stellt man dann fest, ja, in der Standardkonfiguration macht das gar nichts mit Verschlüsselung. Der Encoder ist der Encode No-Op. Aber alles, was man machen muss, ist eigentlich diesen Encode No-Op da, den Encoder, selber bauen. Und die API ist ersichtlich aus den Sourcen und das könnte eigentlich ganz gut funktionieren. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht probiert, aber es ist auf jeden Fall auf meiner To-Do-Liste für eine der nächsten Sachen, die ich mir anschaue. So, GPG Mail Encrypt. Das Ding ist eine eierlegende Wollmilchsau. Das macht wieder genau das Gleiche wie vorher, die anderen Module mit den Subprocess aufrufen. Außerdem bindet es Virenscanner ein, macht Spam-Detektion, ist ein eigenständiger SMTP-Server, der dazu gedacht ist, sich vor seinen anderen, vor seiner eigenen E-Mail davor zu stellen und quasi als Gateway zu fungieren. Viel zu overblown für das, was ich hier vorhabe, ne? E-Mails versenden mit GPG. Okay, GPG MIME. Noch so ein Projekt. Benutzt Python GNUPG. Das ist das Python-Paket, das älteste, ganz vom Anfang, das mit den ganz vielen Subprocess-Aufrufen und den Sicherheitslücken, die vermutlich alle gefixt sind, aber ist ja eigentlich, was ich nicht nutzen möchte. CryptoMime. Dasselbe in grün. Benutzt die Python GNUPG-Bindings. GPG LipLip. Hier wird es interessant. Benutzt Python GNUPG oder GPGMe. Und GPGMe ist der Name auch in PyPy gewesen für die offiziellen Python-Bindings, bevor sie die offiziellen wurden. Das war nämlich eigentlich auch nur so ein Projekt, das jemand aufgesetzt hat und dann zu den offiziellen übernommen wurde. Aber da gab es nochmal eine Umbenennung. Und die ist hier noch nicht mitgemacht worden. Und der letzte Commit ist aus 2017. Und das sieht leider nicht so aus, als ob das mit dem aktuellen GNUPG zusammenarbeiten wird. Also das ist auf so einem Level, wo ich dann sage, ich glaube, da gucke ich jetzt erst nicht mal rein. Das lohnt sich vermutlich nicht. Also, ganz ehrlich, am Ende bin ich an der Stelle angekommen und habe gesagt, okay, lass es uns selber bauen. So, MIME ist ja jetzt auch gar nicht so schwierig. Man hat da irgendwie E-Mail.MIME-Pakete in der Python Standard Library, die ganzen Funktionen sind da. Und so eine MIME-Mail aufzubauen, jetzt kurzer Exkurs in PGP MIME, wie das funktioniert. Man hat eine Multipart-Mixed, das ist sozusagen der äußere Container, der ist da, ne, durch mit dem Content-Type, die erste Zeile fängt er an, ganz unten hört er auf, das ist wieder diese gleiche Zeile mit der Zahlenfolge. Und dazwischen gibt es dann ein Alternative-Abschnitt und im Alternative-Abschnitt hat man einmal Text-Plain und Text-HTML. Das ist wunderschön, dann kann man nämlich beide Varianten einer Mail raussenden und der Empfänger kann entscheiden, ob er das HTML oder den Plain-Text sich anschaut. Und dann nach dem Alternative-Teil gibt es dann noch den Teil des Anhangs. Und da kann ich den Anhang einfach wiederholen, mehrere Anhänge ranhängen. Und der Anhang ist dann einfach immer angezeigt, weil der ist nicht im Alternative-Block drin. Fun Fact am Rande. Apple Mail bekommt das nicht hin. Wenn jemand in der Standardeinstellung eine E-Mail mit Apple Mail mit Anhang schickt und wir uns die anschauen, dann schauen wir uns die üblicherweise als Plaintext an. Und dann wird der Anhang nicht angezeigt, weil der Anhang nur als Anhang des HTML-Teils gemacht wird. Naja, ärgerlich, aber gut. So, das Ganze wird dann mit OpenPGP verschlüsselt. Ja, also ich muss irgendwie sowas bauen mit diesem MIME-Zeug.
verschlüssel das mit OpenPGP und hänge das dann einfach nochmal in einen MIME-Mail ran. Und zwar, was ich rausbekomme, ist anhand der Verschlüsselung dieser Teil von Beginn-PGP-Message bis End-PGP-Message. Und den stecke ich dann einfach in ein Multipart-Encrypted-Container rein. Soweit eigentlich wunderbar. Das heißt, das sind die Schritte, die man so machen muss. Man muss sich sein GPG, das man irgendwie benutzt, aussuchen, irgendwie die Python-Bindings hinbekommen und dann das Ganze noch in MIME verpacken. Ja, und am Ende empfehle ich, wenn man diese ganzen Schritte alle zusammen hat und das alles durchführt, sich ein einfaches Test-Setup zu machen. So ein Test-Setup kann sein, dass man die Datei einfach in ein .eml schreibt und das .eml kann man dann in Thunderbird mit Enigmail öffnen und kann das ganz einfach prüfen. Also, mein Fazit. Ich empfehle euch, nehmt euch die Python-Bindings, die offiziellen von GnuPG, größer oder gleich 2.0.12. Da gab es noch ein paar Änderungen. Ab dieser Version ist es vernünftig nutzbar. Und nehmt dabei die Python-Bindings, die von eurem Betriebssystem mitgeliefert werden, nicht die aus PyPy. Dann benutzt HKP 4Py für die Kommunikation mit den Key-Servern. Und dann baut euch ein wenig selber MIME drumherum. Das kann übrigens gar nicht so einfach sein. Da lohnt es sich auf jeden Fall nochmal in die Definition der Standards reinzuschauen, wie denn genau dieses PGP-MIME, also den RFC dazu, funktioniert. Ist auch echt einfach im Internet zu finden. So, ich würde sagen, total tolles Ökosystem. Macht richtig viel Spaß, damit zu arbeiten. Und ich bin bereit für eure Fragen.